Diese Insider haben jahrelang auf der AIDA gearbeitet. Sie erzählen, wie viel ein normaler Gast am Tag isst. Wie bitte? Nein. Das ist too much. Ja. Sie waren vor zu teuren Getränkeflats, die so flat gar nicht sind. Und sie decken auf, woher die Südfrüchte und der frische Fisch an Bord wirklich kommt. Ihre Stimmen sind verfremdet, ihr Aussehen verändert, damit sie frei sprechen können. Wer eine Kreuzfahrt auf der AIDA bucht, bucht die Vollverpflegung automatisch mit. An Bord gibt es jederzeit Essen geradezu grenzenlos. Das Frühstück geht nahtlos über in den Vormittagssnack. Danach folgen Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Schließlich das Dinner zum Abend und für die ganz hungrigen Urlauber noch die Currywurst als Betthupferl. Im Endeffekt sagt man ja generell immer, auf einer Kreuzfahrt nimmt man roundabout 2,5 bis 3 Kilo zu. Eine Umfrage unter mehr als 1000 Kreuzfahrtreisenden hat ergeben, jeder Gast nimmt rund 5000 Kalorien pro Tag zu sich. Als Essen steht das auf einem Tisch am Berliner Spreeufer. Passanten staunen über die Gerichte für einen Tag. Wie bitte? Nein. Das ist too much. Ja. Nee, danke. Gottes Willen. Wow. Okay, das ist eine Menge. Muss ja den ganzen Tag dann essen, oder? Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Ein ganzer Hummer. Das wird alles gegessen von einer Person. An Bord nehmen die allermeisten Gäste tatsächlich diese 5000 Kalorien zu sich. Nach dem Hummer und nach dem Schnitzel ist ja schon Feierabend. Das reicht doch eigentlich schon fast für 3 Tage. Dann macht man ja nichts anderes außer zu essen, oder? Aber man hat vielleicht auch nichts anderes zu tun. Man sitzt und isst und isst. Aber ich glaub's nicht. Was ich bezahlt habe, dann verträgt das alles. Man kann immer essen. Ein Buffet ist immer geöffnet. Wer seinen Urlaub auf den neuesten Schiffen verbringt, kann aus 17 unterschiedlichen Restaurants wählen. Besonders beliebt auf dem Speiseplan der Gäste, frischer Fisch. Doch kommen Meeresfrüchte und Co. direkt aus dem Meer? Leider nein, weit gefehlt. Das Essen kommt tatsächlich fast ausschließlich direkt aus Hamburg. Per Containerfrachter werden die Lebensmittel aus der Hafenstadt Hamburg zu den AIDA-Schiffen weltweit gebracht. Bis zu 14 Tage sind die Container unterwegs. Doch warum werden die Lebensmittel nicht jeweils frisch vor Ort gekauft? Das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir jederzeit eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wollen. Und natürlich muss man auch bedenken, wir haben große Mengen, die geliefert werden müssen. Das kann ein kleiner Händler, ein kleiner Bauer nicht gewährleisten. Das ist tatsächlich der Grund. Je mehr wir einkaufen, desto günstiger sind die Preise. Und da ist man natürlich auch wieder bei dem Punkt, dass die Fährerei natürlich gewinnbringend wirtschaften muss. Und deswegen, je mehr man kauft, desto günstiger die Preise. Ausflüge ins Landesinnere, ein Besuch im Spa-Bereich oder ein besonderer Abend im Spezialitätenrestaurant. AIDA-Urlaubern wird viel geboten. Theoretisch. Alles total cool und für jeden bestimmt erlebenswert, wer einen Platz bekommt. Auf dem AIDA-Schiff verbringen gleichzeitig bis zu 5000 Gäste ihren Urlaub. Gerade bei den beliebten Angeboten ist die Nachfrage groß. Ohne Reservierung wird es schwer. Niemand sagt einem, wenn man eine AIDA-Reise bucht, bitte denken Sie dran, am ersten Tag auf Ihren Tisch im Steakhouse reservieren. Das sagt einem niemand. Und dementsprechend wissen die Gäste es nicht, gehen davon aus, wenn ich mit der AIDA fahre und möchte ins Steakhouse essen, habe ich jederzeit die Möglichkeit dazu. Hat er aber nicht, wenn er nicht reserviert hat. Erfahrene Reisende buchen die beliebten à la carte Restaurants direkt am ersten Tag. Für die anderen heißt es allzu oft: Leider ist alles schon ausgebucht. Wir sind komplett voll. Heute ist kein Tisch mehr frei. Nee, leider schon ausgebucht. Nee, der ist auch schon ausgebucht. Auf dem Sonnendeck das gleiche Spiel. Wer hier eine freie Liege finden will, muss früh aufstehen. Naja, alle gehen natürlich morgens, bevor sie zum Frühstück gehen, einmal auf dem Sonnendeck vorbei. Wie ein guter deutscher Urlauber das macht, und reservieren sich ihre Sonnenliege. Das klassische Bild auf dem Sonnendeck. Überall liegen und die typisch gelben Handtücher. Viele Gäste sind schon früh aufgestanden und haben eine Liege reserviert. AIDA mag das gar nicht, denn Liegen sind knapp.
Es gibt regelmäßig die Liegenengel. Die haben wir immer so getauft, weil das Mitarbeiter von der Bar sind, aber auch teilweise Offiziere, wie jetzt die Barmanager oder die Restaurantmanager. Die sind regelmäßig rumgelaufen und haben die Handtücher weggenommen, auf denen kein persönlicher Gegenstand lag, um die Möglichkeit zu schaffen, dass auch die anderen Urlauber mal einfach Platz für eine Sonnenliege bekommen. Wenn allerdings ein persönlicher Gegenstand drauf liegt, wie beispielsweise die Brille oder das Buch, dann dürfen die Liegenengel das Handtuch auch nicht wegnehmen und die Liege ist somit reserviert. Viele Gäste haben das längst durchschaut und lassen ein Buch oder eine Zeitung auf der Liege liegen. So bleibt die Reservierung bestehen. Zum Leid all derer, die keine Liege abbekommen haben. Insider Ina kennt den Grund. Na, das Sonnendeck müsste es mindestens dreimal geben. Sonst ist es nicht machbar, dass jeder das auch eine Sonnenliege auf dem Sonnendeck bekommt. Einfach mal die Seele baumeln lassen und von morgens bis abends leckere Cocktails schlürfen. So stellen sich viele einen wahren Traumurlaub vor. AIDA bietet speziell dafür Getränke-Flatrates an. Insider Daniel war einige Jahre als Barmanager auf der AIDA unterwegs. Er weiß, für wen sich das Getränkepaket wirklich rentiert. 39,90 Euro, das ist der Preis für das größte Getränkepaket. Aber lohnt sich das? Da musst du schon einiges trinken, um das wieder reinzuholen. Getränke sind laut Buchungsinformationen auf den AIDA-Schiffen inklusive. Allerdings nur in den Buffet-Restaurants. Wer an einer Bar oder in einem anderen Restaurant etwas trinken möchte, muss das extra bezahlen. AIDA bietet insgesamt 4 unterschiedliche Getränkepakete von 7,90 Euro bis 39,90 Euro pro Tag an. Grundvoraussetzung: am ersten Tag der Reise muss man sich für ein Paket entscheiden. Eine Kreuzfahrt unternimmt man meiner Meinung nach ja, um Land und Leute kennenzulernen. Das heißt, man ist viel unterwegs. Man hat gar nicht so viel Zeit auf dem Schiff, um wirklich die Zeit an den Bars zu verbringen, um dann eben ja Getränke zu konsumieren. Das teuerste Getränkepaket kostet 399 Euro bei einer 10-tägigen Reise. Für Alkoholliebhaber rechnet sich das ab 7 Cocktails pro Tag. Oder 7 Gläser Wein. Bei hochprozentigen Longdrinks sind es 5 Gläser. Beim Bier 8 Krüge. Jeden Tag. Andernfalls lohnt sich das teure Getränkepaket nicht. Da macht die Reederei natürlich schon den ersten Umsatz und gewinnen, weil man nicht davon ausgeht, dass die Gäste wirklich, alle Gäste, die ein Getränkepaket haben, eben diese Anzahl an Getränken auch tatsächlich konsumieren. Bei der Auswahl der Getränkepakete gilt eine weitere Einschränkung. Wer sich ein Zimmer teilt, muss das gleiche Paket buchen. Mit versteckter Kamera fragt der Lockvogel nach. Ich trinke gar keinen Alkohol. Geht das, dass wir die 2 unterschiedlichen Pakete buchen? Also das ohne Alkohol und das mit Alkohol? Nein, das geht leider nicht. Also es ist wirklich Grundvoraussetzung, dass alle Personen in der Kabine das gleiche Paket buchen. Es können keine unterschiedlichen Pakete innerhalb einer Kabine gebucht werden. Der Lockvogel muss schließlich zum gleichen alkoholhaltigen Paket greifen, obwohl sie keinen Alkohol trinkt. Das macht zusätzlich 220 Euro für die 10-tägige Reise. Und selbst dann ist nicht einmal jedes Wasser enthalten. Denn Wasser gibt es überall an Bord umsonst. Aber nur im Glas. Ganze Flaschen kosten extra, trotz Getränkepaket. Warum? Wenn die Gäste auf Ausflug gehen, würden sie ihre Flasche Wasser mit an Land geben. Das heißt natürlich, klar, 2 Flaschen, 3 Flaschen, je nachdem, wie lange der Ausflug ist. Deswegen natürlich zusätzliche Einnahme durch Wasserflaschenverkauf an der Gangway oder an den Bars. Da macht man schon ein bisschen was an Umsatz. Cleverer Schachzug von AIDA. Dabei gibt es Wasser auch aus der Leitung. Man kann das Wasser an den Bars genauso trinken wie das Wasser aus den Kabinen hin. Das kommt aus derselben Leitung. Es ist aufbereitetes Trinkwasser in höchster Qualität. Also man kann es trinken, ohne sich vorher Gedanken machen zu müssen. Und auch in dem Restaurant, das Wasser kommt alles aus demselben Hahn.
Wasser in Flaschen ist nicht das Einzige, was trotz aller Pakete Gäste am Ende zusätzliches Geld kostet. Bei hochprozentigem Alkohol kommt es auf Nuancen an. Im Komfortpaket ist er nicht drin. Da braucht es das All-Inclusive-Paket. Aber auch damit gibt es Hochprozentiges nur in Cocktailform. Wer gerne kurze trinkt, muss immer zahlen. Egal mit welchem Getränkepaket. Ja, der Aberglaube ist, dass man im Endeffekt alles, was man hier in der Getränkepackkarte findet, konsumieren und trinken kann. Dem ist leider nicht so. Wenn man ein bisschen Tiefblick hier in die Getränkekarte wirft, wird man relativ schnell merken, dass einige Symbole aufzeigen, welche Getränke inkludiert sind, welche nicht. Kreise oder Halbmonde markieren, was in welchem Getränkepaket enthalten ist. Die Legende dafür steht einmalig unter dem Inhaltsverzeichnis der Getränkekarte. AIDA selbst gibt an, dass sie die Kunden über die zusätzlichen Kosten ausreichend informieren. Aber wenn man dann einen Tag später auf die Bordrechnung guckt, dann ja, erwacht einem das so ganz schön böse. Und dann hat man nach ruckzuck mal 50, 60, 70 Euro auf der Bordrechnung, wo man dachte, Mensch, ich habe doch ein Getränkepaket, ich kann trinken und tun, was ich möchte. Laut Insider Daniel rentieren sich Getränkepakete am Ende nur für die Hartgesottenen. Na, im Endeffekt lohnen sich die Getränkpakete schon eher für die Wederwei, weil nicht jeder wirklich diese Maximalmenge konsumiert, die eben möglich ist.